Jetzt geht's los. Ja, lange, lange Zeit habe ich auf diesen Moment hingearbeitet und mich gefreut, mit Christian und Jule als die zwei Personen, die primär an dem Projekt beteiligt waren. Wir haben es heute früh schon mal kurz angesprochen, dass die Webseite des DLAX Vs im jetzigen Zustand nicht, zum einen nicht unsere Organisation widerspiegelt und zum anderen nicht die Informationen bereitstellt, die wir nötigen, um unseren Sport auch nach außen hin sichtbar zu machen. Wir haben die Webseite überarbeitet. Vielleicht so aus dem ersten optischen Eindruck wird sie jetzt nicht so super neu ausschauen, aber es gibt einfach 100-mal mehr Inhalt, neue Funktionen, Plattformen, Portale etc. Wir würden das Ganze jetzt so aufziehen. Ich würde mal meinen Bildschirm teilen, die Webseite zeigen, und Christian würde dann im Anschluss daran, also ich zeige die Browser-Version, so wie sie auf einem normalen Desktop-Computer aussehen würde. Und Christian würde dann nochmal einsteigen und würde dann zeigen, wie die Webseite auf einem mobilen Gerät aussieht. Denn die Nutzung momentan, Christian, vielleicht kannst du da eingangs nochmal kurz was dazu sagen, wenn ich die Webseite lade, wie denn die Nutzungsverteilung der DLAX-Vorwebseite momentan überhaupt ist. Genau. Wir hatten ja schon immer Google Analytics laufen auf unserer Webseite. Das werden wir wahrscheinlich in Zukunft ändern. Das weiß Simon nur noch nicht. Aber das hat uns natürlich geholfen, um herauszufinden, wie benutzen die Leute unsere Webseite. Und es ist tatsächlich 50-50 ungefähr. Also die Hälfte der Leute benutzt Desktop, also gehen auf der Arbeit rein. Und die anderen 50% benutzen das Handy. Und entsprechend war der Fokus eben von vornherein, die Webseite eben für beide Endgeräte zu optimieren. Perfekt. So, könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Yes. Ausgezeichnet. So, hier ist sie. Die Beta-Version der neuen Webseite des DLAX Vs ist ab jetzt unter der URL staging.delaxv.de abrufbar. Wir werden auf der aktuellen Domain www.delaxv.de im Nachgang zu dem Forum heute diese URL und ein paar Details dazu auch nochmal posten. So, ich kann vielleicht kurz nochmal die alte Webseite aufrufen, für alle, die sich nicht so klar sind, wie die alte Webseite war. Dann kann man vielleicht im direkten Vergleich so ein bisschen die Unterschiede zeigen. Also in der alten Webseite waren die Spielkategorien nach entsprechenden Disziplinen unterteilt. Das heißt, wir hatten Herren-Lacrosse, Damen-Lacrosse, Jugend, Indoor und Schiedsrichterwesen als die Hauptkategorien. Das heißt, alles betreffend auf unsere eigene Community. Befriedigung der Informationen, die wir haben, nämlich Spielbetrieb und Nationalmannschaften. Und in diesem unscheinbaren Dreifachstrich hier, in diesem Menü, verbergen sich Informationen zum Verband, bisschen was zu Datenschutz, Anti-Doping-Ehrungen, Stellenausschreibungen und Vereinsfinder, aber nicht sonderlich viel Informationen zum Sport. Wie gesagt, Inhalte, die hauptsächlich dazu ausgelegt sind, die eigene Community so ein bisschen zu befriedigen mit Informationen. Wir haben es heute im Marketing-Workshop und heute früh schon mal in dem Wachstums- und Strategievortrag angesprochen. Unser Ziel muss es sein, den Sport für Menschen sichtbar zu machen und zugänglich zu machen, die überhaupt keine Verbindung mit dem Lacrosse-Sport haben, die nicht wissen, was das ist. So, deswegen schauen wir jetzt mal die neue Webseite rein. Wir sehen ein neues, schickes, dynamisches Bildchen. Hier oben die Social-Media-Icons. Dann haben wir hier drei Buttons und ein Suchfeld. Unterstütze uns. Kommen wir gleich nochmal drauf oder können wir jetzt mal anklicken. Auf Unterstütze uns sehen wir ein Sponsoring-Portal, ein Spendenportal und ein Portal für Fördervereine. Das bietet hier relativ viele Informationen und Kontakte, die man einfach abrufen kann, wenn man den DLAX V oder den Lacrosse-Sport unterstützen will. Fanzone ist was Spannendes, das wir noch nicht verwendet haben, aber die Fanzone leitet auf die URL deutschlandlacrosse.de weiter und das wird das nächste Projekt werden, nämlich ein Portal zu schaffen, das auch öffentlich ansprechend für alle Leute da ist. Und dann haben wir hier den Button Kontakte. Öffnet sich mit einem Kontaktformular. Dort gibt es dann vorgefertigte Betreffs, die automatisch auf die Ansprechpartnerinnen und Partner hinweisen. Aber die Kontakte haben jetzt auch schon alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Deutschen Lacrosse-Verband tätig sind, aufgelistet. Entsprechend hierarchisiert nach den unterschiedlichen Struktureinheiten. Zu denen kommen wir gleich. Das heißt, wenn ihr jemanden sucht, könnt ihr über das Suchfeld einfach eingeben, ich will jemanden finden, der was mit Schule macht. Dann gebe ich das ein und dann kriege ich Kontakte.
offensichtlich niemand mit Schule. Theoretisch sollte das funktionieren. Okay. Vorführeffekt, nicht so schlimm. Packen wir auf die Backliste, denn das ist das, können wir auch gleich eingangs sagen. Diese Staging-Seite wird die nächste Woche jetzt online sein. Da könnt ihr ein bisschen rumschmökern und könnt euch anschauen, was es an neuen Funktionen gibt. Es gibt Feedback-Formular, das posten wir dann auch noch mit. Könnt ihr eins fragen, was an Sachen und Problemen gibt, wo Fehler sind, wo Verlinkungen nicht funktionieren, sodass wir die Seite noch besser gestalten werden. Auf jeden Fall existieren hier schon mal alle Kontakte und das Schöne ist, dass diese Kontakte jetzt auch auf den ganzen Sektionen im Verbandswesen auftauchen. Wir haben 5 neue Menüstrukturen. Wir haben die neue Menüstruktur Mach mit. Mach mit hat, spricht quasi alle an, die Bock haben auf Lacrosse und aber mit dem Sport noch nichts zu tun hat. Oder auch für euch aus der Community, wenn ihr was machen wollt in dem Sport und euch zu beteiligen. Die Untermenüs gehen wir gleich durch. Dann haben wir klassisch Wettbewerbe. Hier sind jetzt alle Disziplinen aufgeführt, die vorher als einzelne Menüpunkte aufgetragen waren. Also wir haben Feldlacrosse, wir haben Indoorlacrosse, wir haben Boxlacrosse, wir haben die neue Version Sixes. Hochschulsport taucht hier bereits auf. Dann haben wir hier internationale Wettbewerbe von den Olympischen Spielen bis hin zu Vereinswettbewerben wie dem Kangaluccio Cup. Und hier Informationen zur Teilnahme an den Ligen, Regelwerke und Ordnungen, Kontakte zu den Ligaleitungen. Hier können wir mal drauf schauen. Dann sehen wir hier automatisch bereits alle Kontakte zu den Ligaleitungen hinterlegt. Und hier eben entsprechende Ergebnisse, die wieder unsere Pointbench-Ergebnis-Statistiksysteme weiterleiten. Wir haben dann als nächstes die Nationalmannschaften, hier auch sortiert nach den Disziplinen. Wir haben Feldlacrosse, Damen, Herren und die zwei U19-Teams, Boxlacrosse mit Herren. Ist jetzt schon U19 männlich als Projekt, das momentan läuft, aufgegliedert. Und Lacrosse Sixes als Damen- und Herrenprogramm. Und hier nochmal als Übersicht ein bisschen Geschichte zu den Nationalmannschaften, die Informationen zum Auswahlverfahren, unsere Talentförderungssysteme und dann wieder hier diesen Unterstützungs-Button, wie ihr die Nationalmannschaften unterstützen könnt. Neuer Punkt, der eigentlich vorher inexistent war auf der alten Webseite, ist die Service-Kategorie. Hier sind jetzt alle Themen aufgeführt, Medien. Das heißt, wir haben hier auch schon das entsprechende Fotoportal. Da können wir mal draufklicken. Dann komme ich hier auf so eine Seite mit mehreren Kacheln, ein bisschen was zu den Nutzungsrechten. Und wenn ich hier auf den Link draufklicke, dann komme ich auf das Fotoportal. Das ist ein Google-Foto-basiertes System. Und hier könnt ihr jetzt schon sehen, das sind schon alle möglichen Lacrosse-Bilder, die von unserer Stabstelle Foto ausgewählt sind. Für euch entsprechend downloadbar und nutzbar unter den angegebenen Nutzungsbedingungen. So, weiter haben wir hier die Download-Sektion mit allen Downloads, die wir zur Verfügung haben. Unterschiedliche Angebote. Hier taucht unter anderem das Leihschlägerprogramm auf, das heute schon öfter angesprochen wurde. Das Ausbildungsportal, Themen zur Gründungshilfe, der Newsletter, den wir seit einigen Monaten haben, oder das Jobportal. Zu denen kommen wir nochmal im Detail. Im Mitgliederservice an Partnerschaften, Förderungsmöglichkeiten, Mitgliedervorteile und Werbemittel. Und hier in der Verwaltung alle Informationen zu unserer Geschäftsstelle. Pointbench League Master und hier das angesprochene Projektportal. Hier können wir mal reinschauen im Projektportal. Hat sich nämlich seit heute auch was getan, seit heute früh. In der Projektdatenbank ist nämlich jetzt ein zweites Projekt angelegt. Neben dem Grad am Anfang der Testkategorie haben wir jetzt das erste Projekt, und zwar die sogenannte Officials Corner. Officials Corner wird ein neues Format des Schiedsrichterwesens sein. Da sehen wir hier die Zielsetzung, die angegebene Kurzbeschreibung, der Zeitraum, wer die Schirmherrschaft im Verband hat und wer projektverantwortlich dafür ist. So, und dann haben wir die letzte Kategorie Verband und hier taucht jetzt alles auf, was eigentlich mit dem DLAXV als Organisation zu tun hat. Kurze Sektion, die den DLAXV beschreibt, unsere Geschichte, die Organisationsstrukturen, die Vereine, die wir haben, Verbände, das wird dann entsprechende regionale Strukturen beinhalten, Statistik zum Lacrosse-Sport und der Mitgliedschaft, Satzungen und Ordnungen, deutsche Meisterschaften und die Ehrungen. Wir haben hier relativ schön aufgelistet die ganzen unterschiedlichen Verbandsorgane. Da können wir mal draufgehen bei den Direktionen. Hier in den Direktionen seht ihr auf der linken Seite eben die entsprechenden 6 Direktionen, die wir haben. Und bei den entsprechenden Direktionen haben wir hier zum Beispiel im Bereich Marketing Direktorin Laura Koschorek und wenn ihr dann hier auf den Button klickt, seht ihr automatisch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesen Bereichen arbeiten. Das heißt, auf einen Klick kriegt man sofort die Kontakte und Ansprechdaten für diese Leute. Wir haben hier zum Beispiel die Kommissionen, auch als neue Institutionen mit den ganzen Kontakten hinterlegt. Den Jugendrat, den wir heute auch schon mal gehört haben und die Vertrauensperson im Bereich sexualisierte Gewalt. Dann unterschiedliche Themen, gesellschaftliche Verantwortung, Anti-Doping, Jugend, Athleten, Trainer, Schiedsrichterinnen und Sportmedizin. Hier kommt man jeweils auch auf entsprechende Inhalte. Bei Anti-Doping hat man gleich unter den Kacheln die entsprechenden Zugänge zu der NADA verlinkt.
aber auch Themen von der NADA und hier entsprechend auch wieder die Kontakte. So, wir kommen aber mal zurück auf unsere erste Sektion, nämlich die Mach-mit-Sektion. Und die ist wirklich gedacht dafür, dass Leute, die im Lacrosse-Sport nichts mit dem Lacrosse-Sport nichts zu tun haben, wissen, was ist das überhaupt. Hier haben wir aufgelistet, was das Spiel ist, wo das herkommt, wie das Spielgerät aussieht, wie sich Lacrosse heute gestaltet, welche Varianten es gibt und was es eigentlich mit Lacrosse und den Olympischen Spielen zu tun hat. Hier gibt es Inhalte, die kann man einfach so weiterleiten. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal Fragen habt aus eurer Community, Leute, die sagen, hey, was ist Lacrosse eigentlich, kannst du mir da mal Infomaterial geben, könnt ihr einfach hier diese URL dann entsprechend an die Leute weiterleiten. Wir haben die Lacrosse-Finden-Sektion. Die ist ja momentan noch nicht funktional, weil die erst beim Umzug auf die eigentliche Domain klappt. Aber hier sind dann interaktive Landkarten, auf denen die Standorte der einzelnen Lacrosse-Vereine sind. Wie heute auch schon angesprochen, die Standorte einzelner Schulen, die Lacrosse bereits im Programm haben und Hochschulen, die das auch im Programm haben. Ja, also hier auch die Möglichkeit, ganz einfach Lacrosse zu finden und die Kontaktdaten zu haben. Lacrosse spielen gibt dann Informationen zu den unterschiedlichen Vereinen, Schulen, Hochschulen, wieder als Ansprechstationen, aber auch Nationalmannschaften international und Tipps zur Ausrüstung, die man benötigt. Also eine Einstiegshürde für alle, die anfangen wollen, Lacrosse zu spielen. Lacrosse Pfeifen ist unser neues Schiedsrichterportal. Hier haben wir, wie schon angesprochen, verlinkt das neue Format Officials Corner, Weiterleitung zur Schiedsrichterausbildung und dann, und das wäre ein wiederkehrendes Emblem auf der Webseite, einzelne Kalenderfunktionen, die es dann ermöglichen, eben auf die Kalender der einzelnen Bereiche hinzugehen. Dann haben wir Lacrosse gestalten und das ist sicherlich für viele eine der interessantesten Seiten, denn hier sind jetzt die ganzen neuen Lacrosse-Portale aufgelistet. Wir haben das Jobportal, also da, wo die ganzen Stellenausschreibungen sind, aber auch das Portal, auf dem Vereine und Leute außerhalb der Community Stellenausschreibungen mit Bezug zu Lacrosse hochladen können, die wir dann über unsere Kanäle bewerben. Wir haben das Fortbildungsportal, auf dem die ganzen Ausbildungen sind. Wir haben das Projektportal, wir haben das Spendenportal. Dort sind unterschiedliche Möglichkeiten zu spenden oder zum Sponsoring aufgelistet. Sponsoring-Portal ist nochmal extra. Wir haben das Fotoportal, das wir gerade schon angesprochen haben, und ein Medienportal. Das Medienportal unterscheidet sich insofern, dass wir dort nicht Medien für euch zur Verfügung stellen, sondern im Medienportal sammeln wir alles, was Lacrosse medial auftaucht. Das heißt, wenn Lacrosse mal auf einem Zeitungsartikel erscheint, online in einem Blog, als Fernsehbeitrag oder im Radio, könnt ihr in diesem Portal über ein Formular diese Medien einlagern und wir archivieren die dann. Und wenn irgendjemand mal einen Beitrag zu Lacrosse bei sich in der Region braucht, dann könnt ihr aus dieser Datenbank ganz öffentlich einfach zugänglich diese Medien abrufen und sagen, hier, passt auf, gab es einen Zeitungsartikel über Lacrosse in einem halben Jahr zum Thema Lacrosse in Bielefeld. Auch wenn es Bielefeld, glaube ich, gar nicht gibt. zu guter Letzt haben wir noch Lacrosse erleben und Lacrosse erleben leitet uns wieder weiter auf diese Eventseite deutschlandlacrosse.de, die entsprechend eben noch in der Bearbeitung ist und gestaltet werden soll. Ja, so viel erstmal zu den neuen Funktionen der Webseite. Wir haben auch die Möglichkeit, und das ist hier auch schon so eingegeben, wenn ihr jetzt hier Feedback einreicht, dann kriegt ihr einen Beitrag und eine Seite. Dort steht Feedback drauf und auf dieser Feedback-Seite erhaltet ihr ein Formular und in diesem Formular könnt ihr kurz eingeben, wo ihr Fehler gefunden habt, fehlerhafte Verlinkung, fehlerhafter Inhalt und ihr könnt auch kurzes Feedback geben, fällt euch die Seite, ist die gut strukturiert, funktional oder sonstiges. Wir haben absichtlich nur einmal schlechte Strukturierung mit reingenommen. Wenn ihr sonst noch irgendwelche schlechten Kommentare habt und gegen den Christian und mich und unsere nächtliche Arbeit haten wollt, schreibt das von mir aus auch in die Kommentare rein. Wir nehmen das Feedback gerne an. Ja, das war es erstmal soweit zu der Desktop-Variante der Webseite. Und Christian wird jetzt, wenn ich hier Zoom wieder aufkriege, wird jetzt mal vorstellen, wie das Ganze auf einem mobilen Nutzergerät ausschaut. Wenn ihr Fragen erstmal dazu habt, dann könnt ihr die auch gerne jederzeit in das F&A-Tool reinstellen. Ja, danke schon mal Simon und ich zeige euch jetzt, wie gesagt, wie das Ganze auf dem Handy aussieht. Dazu halte ich mein Handy hier in die Kamera. Nein, mache ich nicht. Nein. Ich gebe auch meinen Bildschirm frei und zwar Bildschirm Nummer uno. So sieht das hoffentlich jetzt jeder, dass das hier eine mobile Ansicht ist.
Ich komme aber nicht drum weg, noch kurz auf die Technik einzugehen, weil ich habe echt viel Zeit dabei investiert, deshalb will ich ein bisschen angeben, wie toll die neue Webseite wirklich ist. Und zwar, das Problem ist so ein bisschen gewesen, die alte Webseite war so ein bisschen clumsy, sage ich mal. Die war auch auf WordPress basierend, allerdings auf Avada, und das ist so eine Art Baukastensystem. Das ist A, sehr umfangreich, was die Funktionen angeht, die man am Ende aber gar nicht braucht. Deshalb ist die Seite sehr langsam und man kann sie nicht so individualisieren. Jetzt basiert die Seite immer noch auf WordPress, allerdings auf Oxygen. Das heißt, das ist kein Baukastensystem. Tatsächlich alle Elemente, die man hier sieht, sind quasi händisch programmiert. Das ist am Anfang sehr zeitaufwendig. Allerdings, wenn du es am Ende fertig hast, ist es einfach deutlich schneller. Und ich kann eben vor allem, und das ist der Riesenvorteil dieser Webseite, ich kann im Backend alles so programmieren, dass auch Laien wie zum Beispiel Simon die Inhalte einstellen können. Das heißt, wenn irgendwas Neues auf der Webseite gemacht werden muss in Zukunft, dann muss da nicht jedes Mal ich hinterherrennen, sondern das können meinetwegen die Leute aus den einzelnen Direktionen oder was auch immer meistens selber machen. Weil ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, weil die Standard-Content-Seiten sehen allesamt recht ähnlich aus. Die haben links eine Seitenleiste oder auch nicht. Da kann man einfach einen Haken machen, wenn man das möchte. Die Navigation erstellt sich alles automatisch. Das heißt, man hat da einfach einen riesen Vorteil, dass ich das Ganze aus der Hand geben kann und die Community im Endeffekt die Seite selber pflegen kann. Super toll. Ansonsten hat man ja noch gesagt, dass wir mobil das Ganze natürlich auch berücksichtigen wollen. Und das wurde auch diesmal von vornherein berücksichtigt. Deshalb sollte eigentlich fast alles, ich sage fast alles, auch einigermaßen brauchbar mobil aussehen. Das heißt hier, die drei Kacheln sind jetzt halt nicht mehr nebeneinander, sondern sie sind untereinander. Auch die Beiträge sind untereinander. Man sieht, es ist deutlich mehr zu scrollen, aber das ist okay, denn scrollen hat man sich mit dem Handy dran gewöhnt. Auch der Footer sieht mittlerweile dann so aus. Hier sieht man gerade nichts, weil nur ein Sponsor zurzeit eingebunden ist. Habt ihr vielleicht schon gemerkt, die Inhalte sind noch nicht alle da, aber das kommt. Tolle Funktion ist auch, die Schriftarten skalieren automatisch je nach Bildschirmgröße. Das heißt, egal was für ein Bildschirm ihr habt, vielleicht auch auf dem Tablet, passt die Schriftgröße eben so, dass sie noch gut lesbar ist, aber auch trotzdem alles auf dem Bildschirm passt. Super toll. Elemente werden anders angeordnet. Zum Beispiel, wenn wir hier mal reingucken. Eben hatten wir noch diese ganzen Kategorien links in der Seitenleiste. Die haben wir jetzt halt nicht mehr. Dafür haben wir jetzt diesen wunderschönen Button. Der klickt raus und wir haben trotzdem noch eben hier unsere Auswahlmöglichkeiten. Und das funktioniert trotzdem alles noch wunderbar. Super schön. Die Seitenleisten auf den Inhaltsseiten. Die werden jetzt, oh, wo finde ich denn mal einen schönen Inhalt? Das war eine schöne Inhaltsseite. Rutscht entsprechend auch nach oben. Das ist super praktisch, weil diese Seite ist auch sehr, sehr lang. Und entsprechend kann man sich dann eben hier schnell navigieren zu die Varianten oder eben was auch immer, je nachdem, was die Inhaltsseite hergibt. Auch das Menü sieht natürlich anders aus. Das ist jetzt auch hier so ein schönes Dropdown-Menü. Funktioniert auch gut. Ich habe eben erwähnt, es funktioniert noch nicht so hundertprozentig perfekt. Gerade in der mobilen Ansicht ist es immer schwierig als Entwickler, das von vornherein zu optimieren, weil man entwickelt halt am Desktop, das ist nun mal so, und man versucht dann im Nachhinein es irgendwie noch anzupassen und da rutscht einem häufig mal was wirklich einfach zwischendurch. Und das hatte Simon ja eben schon angekündigt und ich weite das Ganze jetzt noch ein bisschen aus. Ihr seid tatsächlich aufgerufen, Bugs zu suchen so ein bisschen. Wie unser Plan ist generell, das sage ich jetzt, damit wir uns vielleicht auch dran halten, nächstes Wochenende wirklich diese Seite als die Live-Version online gehen zu lassen. Und bis dahin müssen noch ein paar Inhalte rein. Bis dahin müssen auch noch ein paar Fehler rein raus. Und ich zeige euch jetzt beispielhaft, was Fehler sind, die ich gerne von euch hören würde, damit ihr sie als solche erkennt. Der offensichtlichste Fehler. Das hier ist ein Newsartikel, der wurde früher auf der alten Seite geschrieben. Und die alte Seite, dieses Avada, hat dann eben diese sogenannten Shortcodes dahinter lassen. Und der wurde einfach noch nicht geupdatet, händisch, um das rauszulöschen. Wenn ihr sowas also findet, sowas Kryptisches, gerne einfach kurz nur die Seite melden, dann weiß ich schon direkt, wo das Problem ist. Eine bisschen kompliziertere Sache zu finden ist tatsächlich, und das ist eine mobile Sache, hier, diese Seite sieht
definitiv nicht schön auf. Und das Problem ist die deutsche Sprache, die gerne Wörter aneinander hängt. Damen-Nationalmannschaft. Fun Fact am Rande, also Fun Fact für Leute, die sowas witzig finden. Das Problem ist einfach, Browser werden in den USA entwickelt und die amerikanische Sprache macht aus diesem einen Wort 3 bis 5 Wörter. Und die haben dann kein Problem mit Zeilenumbrüchen. Und automatisch erkennen, wo in der deutschen Sprache jetzt hier der Zeilenumbruch ist, weiß der Browser nicht. Und entsprechend muss man hier leider dann manuell ein sogenanntes Soft-Hyphen einbauen, um dem Browser zu sagen, wo der Zeilenumbruch ist. Und da jetzt da wirklich der Laie das nicht weiß, also das kann ich von Simon nicht auch noch erwarten, dass er überall einen Soft-Hyphen einbaut, muss ich den Hinweis wissen, wann haut es mir hier die Seite auseinander, weil mal wieder ein sehr langes deutsches Wort drin ist. Sowas sehr, sehr, sehr gerne schicken. Der nächste Fehler, der ist euch vielleicht noch gar nicht aufgefallen. Der ist mir nämlich witzigerweise auch erst heute Morgen aufgefallen. Diese wunderschöne Seitenleiste, die sieht ja gar nicht mal so geil aus mit diesem Grau. Die soll auch gar nicht grau sein. Die ist nämlich eigentlich wunderschön rot. Zumindest in meinem Chrome-Browser. In Firefox ist er das anscheinend nicht. War mir nicht aufgefallen, weil ich sonst immer nur eben in Chrome getestet habe. Ich werde zwar auch nochmal alles natürlich in Firefox, Safari und hau mich tot testen, aber man kann nicht alles finden in allen Browsern. Und da hilft eben auch, wenn die Menge der Leute da mal ein bisschen guckt. Was Simon schon erwähnt hatte, die fehlenden Maps ignorieren, das fixt sich automatisch. Und wenn ihr dann was gefunden habt, dann gerne hier eben, wie gesagt, über diese wunderschöne Feedback-Seite einmal kurz in Stichworten, da muss kein Roman stehen, es muss nur verständlich sein, was es ist, einmal mir zuschicken und dann kann ich das hoffentlich noch fixen diese Woche. Ja, und damit wäre ich eigentlich auch schon durch, weil Inhalte hat der Simon uns ja schon wunderschön gezeigt. Technik habe ich euch gelangweilt. Das ist die neue Webseite. Viel ist davon, wie gesagt, noch Work in Progress, aber das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben, weil es ist eine sehr umfangreiche Webseite. Also das ist ein Mörderprojekt gewesen, das der Simon uns hier aufgehalten hat. Danke nochmal. Aber hat ja auch Spaß gemacht. Genau. So, jetzt dürft ihr alle den Chat und F&A mit Lob überschwemmen. Oder ihr seid alle schon komatös vor euren Bildschirmen zusammengesunken, weil ihr sagt, krass, es gibt so viele Sachen im DLUXV und da wusste ich gar nicht davon. Ich persönlich muss sagen, das ist das, was mich am meisten vielleicht nicht unbedingt schockiert hat, aber doch erstaunt hat, ist die tatsächliche Vielfalt und ja, die Vielfalt der Themen, die wir im Verband bearbeiten. Und allein unter dieser Verbandskategorie, wenn ihr mal schaut, was es alles für Stabstellen gibt, Gremien, wer dort alles arbeitet und Funktionen hat, das sind über 200 Kontakte, Leute, die irgendwelche Funktionen ausüben im Verband. Das ist Wahnsinn. Und an der Stelle kann ich nur sagen, vielen Dank, Christian, für die Zeit und Mühe, die du in das Projekt investiert hast und die Umsetzung meiner Ansprüche, sag ich mal. Aber vor allem auch Jule Neubauer, die wirklich viel an dem Projekt mitgearbeitet hat, viele Inhalte mit eingestellt hat und auch in Zukunft hoffentlich noch ein bisschen was mitmachen möchte. Wir haben eine Frage in dem F&A. Da steht, ja, Christian, beantworte, schieß los. Ja, sehr gerne, das ist mein Thema. Habt ihr Tipps zum Provider, möchte die Susanne wissen. Und ich kann da nur meine persönlichen Erfahrungen weitergeben. Ich hoste alle Seiten, die ich irgendwie mal gebastelt habe, fast bei All Inke heißt die. Einfach mal googeln. Hab da noch nie Probleme mit gehabt. Interessanterweise auch diese Seite liegt bei All Inke, also die DLXV-Seite, ohne dass ich da meine Finger im Spiel hatte. Das war schon vor meiner Zeit so, zum Glück, weil wir auch mit der DLXV-Seite noch nie Probleme hatten. Ansonsten, andere Seiten habe ich bei Mittwald, macht auch keine Probleme. Ich würde bei den beiden bleiben, immer, weil ich nie Probleme hatte und der Support, wenn was ist, immer gut funktioniert. Die machen automatische Sicherheitskopien, alles easy. Und ich kann auch nicht aus eigener Erfahrung noch Strato empfehlen, aber das ist sicherlich Geschmackssache. Nee, möchte ich von abraten. Okay, dann kein Strato. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber würde ich nicht machen. Ausgezeichnet. Zu wissen.
Hier steht, ist es möglich, auf der Webseite einen Instagram-Twitter-Feed einzubauen, dass man dort direkt einen neuen Posting sieht? Christian, das ist dein Thema. Ich freue mich drauf, diese Antwort von dir zu hören. Diese Frage verfolgt mich beruflich mehrmal die Woche. Die hat Simon mir schon gestellt. Am Ende, um jetzt mal ein bisschen diplomatischer zu bleiben, es ist Geschmackssache, ob man es drauf haben möchte. Ich bin immer eigentlich generell dagegen, weil wenn ich auf die Webseite gehe, möchte ich Webseiteninhalte sehen. Wenn ich Social Media Inhalte sehen möchte, dann gehe ich auf den Social Media Kanal. Das, wie gesagt, ist allerdings wirklich meine Meinung, die ich aber auch gerne laut verbreite, auch in meinem Berufsfeld. Was allerdings noch ein Grund sein könnte, es nicht zu machen, ist tatsächlich der technische Hintergrund. Weil die Ladezeit der Webseite geht absolut in die Knie. Also gerne wird ja dann gemacht, die Social Media Inhalte direkt auf die Startseite zu packen. Und dann muss diese Startseite nicht nur die Webseiteninhalte laden, nein, es muss auch noch diese Inhalte von meinetwegen Facebook, Instagram, hau mich tot laden. Und das sind alles nochmal zusätzlich externe Inhalte. Das heißt, es dauert alles dann nochmal ein bisschen länger. Und wenn am Ende die Seite dann wieder 5, 6 Sekunden lädt, dann ist am Ende keinem so wirklich geholfen. Also ich sehe die Vorteile des Ganzen, bin persönlich aber ja nicht eher dagegen. Ich bin dagegen. Und ich denke, an der Stelle ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass wirklich auch der Fokus von der Nutzung her auf mobile Geräte ist. Und da hat jeder sowieso die Social Media Apps da. Das heißt, du hast Push-Nachrichten für Instagram oder Facebook. Da brauche ich das auf der Webseite nicht. Das ist alles Platz, den wir mit anderen Informationen wegnehmen, den wir gegebenenfalls dann auf Social Media verlinken können. Ja, Tobias. Aber es, Tobias schreibt eine zweite Frage, und zwar geht es da um das Ergebnissystem mit PointBench. Vielleicht willst du da nochmal drauf eingehen. Ich würde vorweg schon mal vorschießen, dass wir momentan schon in engen Gesprächen mit PointBench stehen. Sebastian Herzig, unser Statistikbeauftragter, kann uns gerade nicht beiwohnen, weil der parallel in der Session einen Vortrag zu Statistiksystemen hält. Aber wir möchten das durchaus so verbessern. Die Eintragung kann ja schon eigenständig durchgeführt werden. Aber Christian, vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen. Okay, die Ergebnisse sind tatsächlich aktuell eine 1:1-Kopie von PointBench. Das zieht sich das Ganze über eine API, das der Piotr, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, bereitgestellt hat. Die funktioniert auch astrein. Deshalb, ja, mit Eintragen genau läuft, also nicht über die Webseite, sondern genauso wie im PointBench. Deshalb kann ich da wenig zu beantworten, muss ich zugeben, weil ich das System eher kompliziert finde auch. Aber die Webseite zieht sich das komplett einfach aus dem System raus und ist deshalb unabhängig davon. Also, um kurz nochmal auf PointBench einzugehen, wir arbeiten daran, das zu verbessern. Es gibt auch Pläne, eine PointBench-App zu machen, die dann auch die Eingabe und Statistikführung deutlich einfacher macht und auch von mobilen Geräten zulassen würde. Wir bereiten zudem momentan auch Infrastruktur vor, in der es darum geht, dass Vereine auch dazu angehalten sind, ihre Statistikerhebungen bei den Spieltagen und Ergebnisse im Idealfall live, aber zumindest sehr zeitnah dort hochzuladen, weil natürlich ihr auch für euren Social Media Formate eben die Ergebnisse braucht und wir natürlich im Idealfall auch möglichst schnell und zeitnah mit den Ergebnissen für Ligaspiele dann da sein wollen. Das heißt, das versuchen wir zu verbessern, aber grundsätzlich wird sich an der Infrastruktur von PointBench nichts ändern. Christian, jetzt gab es noch eine Frage in der F&A-Section. Welche Cookie-Constant-Tools benutzt ihr und wie haltet ihr es mit den Cookies bei YouTube-Videos? Genau, ich halte mich kurz, es ist 29 und ich bekomme tatsächlich auch schon Besuch. Ich höre schon im Treppenhaus. Wir benutzen bald das Cookie Consent Tool Compliance, heißt das. Das ist kostenfrei und bietet alle Funktionen mit, um eben auch in der EU legal zu sein. Wenn man eine Alternative sucht, die noch einfacher ist, würde ich Cookiebot empfehlen. Die ist auf kleineren Seiten auch immer umsonst. Deshalb Compliance, Cookiebot, mehr muss man meiner Meinung nach nicht gucken. Und wie halten wir es mit den Cookies bei YouTube? Naja, wir müssen uns an die Gesetze halten. Und wenn YouTube nun mal Cookies setzt, dann müssen wir das eben auch einbinden in dieses Consent-Tool. Aber wir kommen leider um ein Consent-Tool nicht rum, dadurch, dass wir eben viele externe Inhalte von YouTube, Google Maps haben.
Google Analytics werden wir wahrscheinlich weiter benutzen oder vielleicht Matomo. Aber wenn wir e-com sind, benutzen, dann können wir auch Google Analytics weiter benutzen. Deshalb, ja, es ist ein elendes Thema, aber wenn es der Gesetzgeber so will, dann kriegt das halt.